Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ja, wir schreiben heute Montag, den 8. November. Ich habe es wie letzte Woche auch die ganze Woche nicht geschafft, eine Sendung von dieser Inquisition aufzunehmen, wobei mir das unter den Fingernägeln brennt. Ich habe aber etliche Seiten in dem Buch Der Viruswahn weitergelesen und ich kann nur jedem anraten, die paar Euronen auszugeben, um dieses Buch sich zu bestellen, solange es das überhaupt noch gibt, in Deutsch zumindest. Es ist wirklich die Mühe wert, was ich da jetzt über die Schweinegrippe gelesen habe und jetzt bin ich im Nachtrag über AIDS nochmal. Also das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man das gelesen und verstanden hat, was da drin steht, dann ja, es ist beinahe wie wenn man, Entschuldigung, wie wenn man die Welt durch die Augen der Bibel sieht, dann sieht man auch dadurch die Welt mit anderen Augen. Natürlich auf eine andere Art und Weise. Ja? Also ich vergleiche jetzt nicht die Bibel mit einem Buch, das ein Mensch geschrieben hat, schon gar nicht mit dem Buch Viruswahn von einem Doktor. Aber was ich hiermit sagen will, ist ganz einfach, dass die ganzen Dinge, die im Augenblick um uns herum passieren, dass man die mit einem ganz anderen Gemüt, mit einem ganz anderen Verstand sieht, verarbeitet und begreift, wenn man das Buch gelesen hat. Aber heute möchte ich trotzdem mal probieren, zurückzugehen in das Buch Die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reiches und so weiter und so weiter. Von dem Hennemann, ich vergesse mal seinen Namen, Theodor Hahn war, glaube ich, sein wirklicher Name. Wir waren immer noch in der Einleitung auf Seite 22. Also vier Seiten in der Einleitung drin und dann möchte ich jetzt gerne hier die nächste Lesung beginnen. Das müsste jetzt, glaube ich, die achte Lesung in total sein, dieser ganzen Inquisition. Zweite hier jetzt aus diesem Buch, also aus der Einleitung, in der Mitte der Seite. Und da wollen wir mal sehen, ob ich das auf die Reihe kriege, damit ich nicht zu müde bin vom Arbeiten und so. Weil ich möchte eigentlich ganz gerne das Video heute Abend, am Montagabend, am 8. veröffentlichen noch. Und ich hätte sonst keins. Das wäre ein bisschen schade. Also, es ist so viel, nein, es ist viel, dachte, nicht so viel. Man könnte sagen so viel, aber der Autor sagt, es ist viel gesündigt worden an der Menschheit. Ja, also, wie gesagt, ich messe ja immer alles an der Bibel. Dann darf man ja nicht nur sagen, es ist viel gesündigt worden an der Menschheit, vor allen Dingen die Menschheit hat viel gesündigt. Man darf ja eins nicht vergessen, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Das Gesetz kommt von Gott. Ich sünde also an erster Stelle gegen Gott und nicht gegen Menschen. Es ist viel gesündigt worden an der Menschheit, das sagt der Autor hier. Natürlich, wir wissen, er ist kein Christ. Deswegen möchte ich hier nur mal kurz den Punkt dahin bringen, dass wir bitte schön verstehen, wenn der Autor sagt, es ist viel gesündigt worden an der Menschheit, nicht vergessen, dass der Mensch als erstes gesündigt hat. Ja? Schließlich sind die ersten beiden von Gott geschaffenen Menschen in seinem Ebenbild in Sünde gefallen, weil sie nicht auf den Schöpfergott gehört haben, sondern weil sie auf eine, ja, wie will man das jetzt sagen? Also wie es in der Bibel beschrieben steht, auf eine Schlange gehört haben, weil sie auf jemand anders gehört haben. Ja, weil sie auf ein anderes geschaffenes Wesen gehört haben. Lass uns mal so sagen. Anstatt auf den, der alles schafft, jemandem gehorcht, der selbst erschaffen wurde. Ne? Bei Luzifer wurde als Engel erschaffen, ist aus dem Himmel auf die Erde gestoßen, hat die Namensveränderung zum Satan durchgemacht, aber er ist immer noch dasselbe geschaffene Wesen. Sünden tut man eigentlich nicht gegen Menschen, Sünden tut man eigentlich gegen Gott, der die Gesetze gemacht hat, deren Übertretung Sünde ist, wie in der Bibel steht. Man vergeht sich an Menschen, man belügt und betrügt Menschen, aber eine Sünde in dem Sinn ist es meines Erachtens nicht, obwohl in der Bibel ja geschrieben steht, dass Peter fragt, oder Petrus, Herr, wenn ich gegen meinen Bruder gesündigt habe, wie oft, oder wenn mein Bruder gegen mich gesündigt hat, so rum, wie oft soll ich ihm vergeben? Siebenmal? Und Jesus antwortet, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Was das genau bedeutet, da gehen wir in einer anderen Sendung drüber hin drauf. Und da sagt Petrus ja auch, wenn einer gegen mich sündigt. Ja, wenn einer gegen mich im Grunde das Gesetz bricht, aber das Gesetz, das von Gott ist. Also im Prinzip finde ich es nicht so schön, bei Menschen untereinander von Sünden zu sprechen, eher von Vergehen, das dann auch durchaus Verbrechen sein können, das schwere Vergehen sein können, das will ich gar nicht abstreiten. Aber
bei Sünde möchte ich es persönlich eigentlich lieber halten gegenüber unserer Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel und zu Jesus Christus, der alles geschaffen hat für uns. Ja? Dem wir treu sein müssen. Und weil er das Gesetz gemacht hat und wir, wenn wir sein Gesetz übertreten, dann sündigen wir gegen ihn. Ja? Aber ja, das kann man natürlich so sehen und so sehen. Ich will auch nicht sagen, dass das falsch ist, aber ich wollte ganz deutlich mal eben den Punkt machen, weil der Autor hier das natürlich nicht macht. Es ist viel gesündigt worden an der Menschheit, dass die Menschheit vor allen Dingen auch selbst gesündigt hat. Wenn die Menschheit nämlich an erster Stelle nicht selbst gesündigt hätte, dann würde gegen den Menschen auch nicht viel gesündigt gewesen. Wie sagt man das denn jetzt im korrekten verlaufenden Zeitdeutsch? Ne, dann wäre gegen die Menschheit auch nicht viel gesündigt worden in der Vergangenheit. Aber trotzdem, lesen wir mal, was der Autor sagt. Endlich, nach 5 Minuten. Also es ist viel gesündigt worden an der Menschheit, von Menschen an Menschen. Am schlimmsten aber stets von den Bevorrechteten, von den zünftigen Gelehrten. Von den Gelehrten der Philosophie wurde schlimm schon gesündigt an der menschlichen Vernunft. Schlimmer von den Gelehrten der Kirche, weil an der menschlichen Vernunft und am menschlichen Gemüte zumal. Am schlimmsten aber, weil mit dem Leibe Vernunft und Gemüt zugleich vernichtend von den Gelehrten der Medizin. Himmelaufschreiend sind der letzteren Sünden, wahrhafte siebenfache Todsünden. Und dennoch und trotzdem ihre Sünden als solche stets von einzelnen vorurteilsfreien Ärzten erkannt und gekennzeichnet wurden, immer noch verharrt die große Masse der Mediziner harten, verstockten Herzens in ihnen, lässt heute noch zur Ader, also Aderlass, bannt heute noch in die Stickluft dicht geschlossener Krankenstuben, entzieht heute noch den erfrischenden Wassertrunk, das fieberkühlende Wasserbad, pillt und verpulvert, pflastert und salbt heute noch, pocht heute noch auf die Unfehlbarkeit ihres tollen, ihres wahnwitzigen Mittelaberglaubens, hält heute noch mit wahrhafter Volkshygiene zurück, und sucht heute noch das Volk in möglichster menschenkundlicher Unselbstständigkeit zu erhalten. Das Volk ist ja nur um der Mediziner willen da. Es will ja nicht leiblich selbstständig werden, will fort und fort am vieltausendjährigen Gängelbande der Medizin nach wie vor geleitet werden. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Die Welt will betrogen werden, also wird sie betrogen, sagt der Autor hier. Das steht so lateinisch in diesem Wort. Merkwürdigerweise alles in Frakturschrift, außer der lateinische Spruch. Ja, ganz interessant, was der Autor hier sagt. Das Volk ist ja nur um der Mediziner willen da. Es will ja nicht leiblich selbstständig werden. Nein, die Menschen fragen, wenn sie ein Wehwehchen haben, Hilfe an den Arzt, genauso wie sie ein seelisches, wenn sie ein seelisches Wehwehchen haben, Hilfe an den Pastor fragen. Und genauso wenig wie der Pastor euch helfen kann, der Etablierte in den heutigen Kirchen, genauso wenig kann euch ein etablierter Mediziner heute helfen. Gott kann helfen. Gott kann heilen. Die Priester der Medizin wie die Priester der Kirche. Jesuitismus dort wie hier, leibliches Pfaffentum wie seelisches, und jenes kostet immer Gesundheit, Glück, Vernunft und das Leben, alles zumal diese schlimmstenfalls die Vernunft, das ist das Traurige. Aus der Macht des Wissens und Glaubens ist immer noch Errettung und Wiederkehr zu besserer Einsicht möglich, und das Leben bleibt leiblich und sinnlich gewahrt, aber aus der Macht, aus der Nacht des Grabes nach medizinischem Totschlage ruft keine bessere Einsicht die einmal Gefallenen zurück. Immer wieder treibt dieser peinliche Gedanke zu dem Ausruf: Traurig die Fesseln des Kirchlichen, dreimal traurig aber die des medizinischen Jesuiten und Pfaffentums.
Nun, zu seiner Aussage des medizinischen Jesuiten- und Pfaffentums möchte ich mal kurz ein Ding sagen. Ich weiß nicht, ob es in einer Lesung bereits von mir vorgekommen ist. Ich glaube ja, wo wir darüber gesagt hatten, wo ein Autor gesagt hatte, dass es ja inzwischen so weit ist, dass wir eine Staatsmedizin haben. Also so wie wir eine Staatskirche haben und den Staat verbunden mit der Kirche, so haben wir auch eine Staatsmedizin. Wir haben vielleicht offiziell keine Staatskirche, aber wir wissen aus vielen meiner Lesungen, dass eben die geistige Macht der Kirche sich das Recht anmaßt, über die weltliche Macht zu herrschen. Die geistige herrscht über der weltlichen Macht. Das heißt, die Ärzte, das ganze medizinische, das Pharmawesen, das der Welt, das dem Staate unterstellt ist, entweder weil die Wirtschaft dem Staat unterstellt ist oder im Kommunismus, weil zum Beispiel im Kommunismus ja die Wirtschaft sowieso vom Staat gelenkt wird, was bei uns ja in der Demokratie heute auch so ist, nur das will ja keiner sehen. Also jedenfalls, wenn die Medizin, sowohl die Arzneikunde, die Ärzteschaft und die pharmazeutische Industrie, wenn die vom Staat gelenkt werden, aber der Staat von der Kirche gelenkt wird, dann wird also alles, was Medizin angeht, von der Kirche gelenkt. Nun, vor nicht allzu langer Zeit hat der Antichrist, Papst Franziskus, die Aussage getätigt, dass es für einen jeden Menschen eine moralische Verpflichtung ist, auch oder obwohl die Impfstoffe versetzt sind mit menschlichen Stammzellen, sich impfen zu lassen. Das sagt der Papst. Nun, der Papst ist der höchste Vertreter der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche ist die Schattenregierung in einem jeden Land in dieser Erde, mit dem sie Konkordate geschlossen hat und in jedem dieser Länder, wo sie ihre Diözesen aufgerichtet hat. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, nur mal als Beispiel, die ganze westliche Welt. Ja? Amerika, England, Deutschland, das sind alles Länder, die sind in Diözesen aufgeteilt. Und an der Spitze einer jeden Diözese steht ein Bischof. Und ein jeder weltlicher Herrscher, also Bürgermeister im Kleinen, Ministerpräsident im Landesverbund jetzt, also Bundeslandverband zum Beispiel, oder eben auch Präsident oder Bundeskanzler oder was auch immer im Landesverband, ist dem jeweiligen Bischof unterstellt. Natürlich, je höher wir gehen, desto mehr wird es anstatt Bischof Erzbischof und anstatt Erzbischof vielleicht hier und da auch ein Kardinal. Die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Die steht hinter der Hierarchie der oder des Staates, ja, der weltlichen Macht, wollte ich sagen. Ja. Die Kirche steht dahinter. Also, wenn die medizinische Welt dem Staat unterstellt ist, der Staat aber der Kirche unterstellt ist, dann ist auch die medizinische Welt dem Staat unterstellt. Und wenn der Papst dann behauptet, es ist die moralische Pflicht eines jeden Menschen, sich impfen zu lassen, dann ist das ungefähr genauso stark in der Ausdrucksweise, wie wenn Boniface VIII. In 1302 sagt, dass es die Pflicht eines jeden menschlichen Subjektes ist, um oder eines jeden menschlichen Wesens ist, um Subjekt des römischen Pontiffs zu sein. Unam Sanctam. Das ist genau dasselbe. Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche und vor allen Dingen der Papst stellt sich hier hin und sagt, jeder muss sich diesem Impfen unterwerfen. Das ist eine moralische Verpflichtung, die man hat. Nun, die meisten Menschen wird das wahrscheinlich gar nicht weiter interessieren, aber wenn ich als bibelgläubiger Christ weiß, dass das Papsttum der biblische, prophetische und geschichtliche Antichrist ist, dann muss ich mir die Frage stellen, wem gehorche ich? Und da gibt es ja diesen wunderschönen Satz, den, glaube ich, Paulus gesagt hat im Buch der Apostelgeschichte, dass es besser ist, dem Gott zu gehorchen als den Menschen. Und die Frage muss ich mir halt irgendwann mal stellen. Weil schlussendlich, wenn sie mit irgendwelchen Impfzwängen kommen, ich spreche jetzt nicht vom Impfzwanggesetz, sondern einfach nur,
diese Zwänge, die ja im Augenblick sind, ne? Wenn ich noch irgendwo einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken will oder was, oder zum Theater gehen oder was auch immer, da muss ich ja so ein 2G- oder 3G-Papier vorweisen können, dann muss ich mir eben davon bewusst sein, dass das jedes Mal im Einklang mit der antichristlichen, also teuflischen Kirche ist. Und wem diene ich dann? Da kann ich nur sagen von, ja, wenn ich dafür dieses Papier vorzeigen muss, dann kann ich doch besser sagen, ich mache diese Tätigkeit nicht. Ich bleibe zu Hause oder gehe spazieren im Wald oder gehe spazieren auf der Wiese oder auf der Straße oder was auch immer. Ich mache irgendwas, aber ich begebe mich nicht in diese Welt hinein, in diese antichristliche Welt und spiele deren Spiel auch noch mit deren 2G- und 3G-Papieren und Identitätskarten und Smartphone-App-Beweisen und sowas mit. Die Wahl muss ich irgendwann mal treffen. Und das hilft uns natürlich, wenn wir verstehen, dass, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es in einer der vorigen Sendungen bereits gesagt habe oder noch sagen werde, ob das Zitat in einem der Bücher, die ich gelesen habe, noch kommt, dass wir eine Staatsmedizin haben, so wie wir eine Staatskirche haben oder so wie die Kirche dem Staat unterworfen ist, haben wir eine Staatsmedizin. Nun, Autoren sagen, dass die Kirche dem Staat unterworfen ist, ist aber genau umgekehrt. Der Staat ist der Kirche unterworfen. Ne? Also, dass wir eben recht zurechtrücken. Ne? Die geistige Macht steht über der weltlichen Macht. Der goldene Schlüssel des Papsttums auf der vatikanischen Flagge liegt über dem silbernen Schlüssel. Gold ist mehr wert als Silber. Gold steht für die geistige und Silber für die temporale, die weltliche Macht. Und die beiden sind verbunden mit einem Band aus Blut, mit einer roten Kordel, die für ein Band aus Blut steht. Wenn man nämlich probiert, die eine oder die andere Macht dem Papst zu entreißen, dann wird Blut fließen. Das sagt diese vatikanische Flagge aus. Und wir müssen uns halt davon bewusst sein, dass die römisch-katholische Kirche die Schattenregierung ist in allen Ländern und dass in der Politik nichts passiert, was nicht vorher bereits abgesegnet ist durch die römisch-katholische Kirche. Durch den entsprechenden Vertreter, den Bischof, den Erzbischof, den Kardinal, was auch immer. Wenn wir also hier lesen, traurig die Fesseln des Kirchlichen, dreimal traurig aber die des medizinischen Jesuiten und Pfaffentums, wie der Autor hier auf Mitte der Seite 23 sagt, dann müssen wir, die wir das noch besser studiert haben als der Autor, wissen, dass die kirchlichen Fesseln die Fesseln sind, die die Medizin eben auch an uns bindet. Das wollte ich nochmal eben deutlich machen. Aber ja, wir können ja auch gerne mal weiterlesen. Vielleicht schaffen wir dann mehr als eine Seite. Aber wird man fragen, wie ist es möglich denn, dass die gebildetst sein wollenden unserer Gebildeten, ja, Leib- und Hof- und Sanitäts- und Medizinalräte selbst sich eines so gemeinschädlichen jesuitischen Gebarens schuldig machen oder so stockdumm abergläubisch mittelsüchtig sein können, wie ihnen von ihren Kollegen und darunter von solchen erster Größe auf den nachfolgenden Blättern vorgehalten wird? Nun, die Antwort darauf wird zum Teil selbst auch auf nachfolgenden Blättern an verschiedenen Orten gegeben werden. Ausführlicher wollen wir darüber seinerzeit in einer dieser bald nachfolgenden Schriften sprechen. Hier sei nur kurz noch eine ähnliche Tatsache in der Religion der Kirche erinnert und dass die gleiche Tatsache wohl alle menschlichen Institutionen begleiten wird, die Tatsache, welche de Lavigne so wahr mit den Worten ausspricht: Tout doit mourir, tout doit changer. La grandeur s'élève et succombe. Un culte même est passager. Il souffre, persécuté et tombe. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn das so schön französisch geschriebene hier? Alles muss wechseln und muss einst enden. Das Große erhebt sich und erliegt. Selbst ein Glaube muss sich so wenden, erduldet, verfolgt und unterliegt. Und derjenige, der es geschrieben hat, der Casimir de Lavigne, da gebe ich euch einen Wikipedia-Link hier mit in die Beschreibungsbox des Videos, dann könnt ihr gerne nachlesen, wer das war. Im Übrigen sei hier
sei von hier auf die fünfte Todsünde und das dort Gesagte verwiesen. Ja? Die fünfte Todsünde. Die fünfte Todsünde ist die Todsünde, die hier in diesem Buch angeführt wird. Und da lesen wir dann übrigens ein extra Papier. Nur, wenn man dann in Wikipedia mal nachschaut, was ist denn eine Todsünde, wird es ja auch mal interessant. Und wir schauen uns das mal eben an. Ich kopiere mal eben den Link damit rein und da steht, mit Todsünde, auf Lateinisch Peccatum Mortiferum oder Mortale, werden in der katholischen Kirche besonders schwerwiegende Arten der Sünde bezeichnet, durch die der Mensch die Gemeinschaft mit Gott bewusst und willentlich verlässt. Ein besonders grobes Vergehen wird auch himmelschreiende Sünde, in Lateinisch Peccatum Clamans, genannt. Der Katechismus der römisch-katholischen Kirche grenzt die lästliche Sünde als minderschweres, geringfügiges Vergehen von der Todsünde ab. Den Todsünden werden die Kardinaltugenden gegenübergestellt. Nun, mehr Wikipedia muss ich hier nicht vorlesen. Die Bibel sagt ganz einfach, dass das Übertreten des Gesetzes Sünde ist und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Also ist in der Bibel jede Sünde eine Todsünde. Und wir sind alle dem Tode zugeschrieben oder aufgeschrieben, weil wir alle gesündigt haben. Kein einziger Mensch ist gerecht. Es ist nur ein einziger Mensch jemals auf dieser Erde gewesen, der nicht gesündigt hat. Das war Jesus Christus. Deswegen war er auch der Einzige, der in der Lage war, um für unsere Sünden zu sterben. Weil nur derjenige, der selbst nicht sündet, kann für die Sünden anderer sterben. Das hat Jesus Christus getan. Also, wenn wir hier von Todsünden sprechen, dann müssen wir ganz deutlich wissen, dass wir hier nicht von biblischen, sondern dass wir hier von römisch-katholischen Termen sprechen. Die machen einen Unterschied, wie gesagt, zwischen lästlichen Sünden und ein geringfügiges Vergehen und der Todsünde. Das gibt es biblisch nicht. Jede Sünde ist Übertretung des Gesetzes und jede Sünde führt unweigerlich zum Tod. So einfach ist das. Dass wir trotzdem leben, haben wir Jesus Christus zu verdanken, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn bekennen in dieser Welt, dann wird er uns damit belohnen, dass er vor dem Gericht, vor dem Vater aussagt und für uns als Advokat und als Vermittler eintritt und dass er mit seinem vergossenen Blut unsere Strafe bezahlt hat. Das ist im Grunde die ganze Geschichte mehr oder weniger der Bibel, mal ganz kurz zusammengefasst. Aber Todsünden, wie hier in diesem Buch jetzt beschrieben, und wir gehen ja in die verschiedenen Todsünden rein und wir besprechen Todsünde 1 und 2 und 5 und was weiß ich nicht alles. Das werdet ihr ja noch sehen in zukünftigen Lesungen. Aber wir müssen uns davon bewusst sein, dass allein schon der Begriff Todsünde ein Begriff ist, der in der Bibel nicht zu finden ist. Ja? Das ist wieder mal so verdrehtes Weltwissen. Ja? Es gibt Sünden, die sind schwer, es gibt Sünden, die sind nicht so schwer. Na, die Bibel unterscheidet, also wollen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, die Bibel unterscheidet genau zwei Sorten Sünden. Sie unterscheidet alle Sünden, die der Mensch gegen andere Menschen begehen kann, wie wir gerade eben hier in diesem Buch auch gelesen haben, oder eben die Sünden, die man gegen Gott begeht, weil man den Gottes Gesetz übertritt. Aber es gibt noch eine einzige Extrasünde, die die Bibel erwähnt. Und diese Sünde wird nicht vergeben. Da kann Jesus Christus auch nicht für einstehen. Diese Sünde führt unweigerlich zur Verdammnis und zum ewigen Tod. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist der einzige Unterschied, der mit Sünden in der Bibel gemacht wird. Ja? Die Sünden sind die Übertretungen des Gesetzes und für diese Gesetzesübertretungen kann ich gerettet werden durch Jesus Christus. Aber selbst Jesus Christus rettet mich nicht von der Sünde, wenn ich den Heiligen Geist beschmiere, wenn ich den Heiligen Geist verrate. Ein Beispiel, ich bin Papst und behaupte, ich bin der Stellvertreter Christi, wo in der Bibel drin steht, dass Jesus Christus gesagt hat, es ist unweigerlich für mich, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, kann ich euch den Tröster nicht senden. Der Tröster wird euch in alle Wahrheit führen, der Tröster ist der Heilige Geist. Der Tröster ist also derjenige, der von Jesus Christus gesendet wird oder gesandt wurde, als er wegging.
Das heißt, der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden und nicht irgendein Mensch und schon gar nicht der Papst. Wenn also der Papst von sich behauptet, er ist der Stellvertreter Jesus Christus, dann nimmt er die Stelle des Heiligen Geistes ein. Eine solche Sünde wird nicht vergeben werden, nicht in diesem und auch nicht im nächsten Leben. So steht es geschrieben in der Bibel. Aber Todsünden in der Hinsicht, so wie die römisch-katholische Kirche diesen Unterschied macht, gibt es so in der Bibel nicht. Das muss man eben mal deutlich sagen, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Also, im Übrigen sei von hier auf die fünfte Todsünde und das dort Gesagte verwiesen. Und mit der fünften Todsünde werden wir uns noch sehr intensiv beschäftigen. Betreffend aber den dummen, aber glaubenreichen Rezeptmittelglauben der Mediziner wollen wir uns erinnern, was Schopenhauer in verwandter Beziehung den kirchlichen Pfaffen nachsagt. Es findet absolute Anwendung auch auf die Salben- und Pflasterpfaffen. Er sagt in der Welt als, in einem seiner Werke von Schopenhauer da, wie heißt das hier? Welt als Wille und Vorstellung. Entschuldigung, so heißt das Buch von Schopenhauer. Er sagt in Welt als Wille und Vorstellung, dritte Auflage, Band 3, zweite Auflage, Seite 74, Zitat von Schopenhauer. Ne? Also ein Philosoph, jemand, der das Herz des Menschen studiert, anstatt mit der Bibel das Herz Gottes zu studieren. Dieser Schopenhauer sagt, Zitat, da zwar Vernunft allen, Urteilskraft aber nur wenigen zuteil geworden, so ist die Folge, dass der Mensch dem Irrtum und dem Wahne offen steht, indem er allen nur erdenklichen Chimären preisgegeben ist, die man ihm einredet und die als Motive seines Wollens wirkend ihn zu Verkehrtheiten und Torheiten jeder Art, zu den unerhörtesten Extravaganzen, also Ausstreitungen oder Ausschweifungen, wie auch zu den seiner tierischen Natur widerstrebenden Handlungen bewegen können. Eigentliche Bildung, bei welcher Erkenntnis und Urteil Hand in Hand gehen, kann nur wenigen zugewandt werden und noch weniger sind fähig, sie anzunehmen. Ich werde das Zitat hier mal eben abbrechen, weil da ein paar Dinge sind, die ich mal eben kommentieren möchte. Der Schopenhauer spricht hier von der tierischen Natur. Ja? Ein Mensch hat keine tierische Natur. Ein Mensch hat immer eine menschliche Natur. Aber ein Mensch ist dann wie ein Tier, wie ein Biest, wie eine Bestie, wenn er nicht die Moral hat, die Gott ihm mitgegeben hat. Wenn ein Mensch nur aus, sage ich jetzt mal, ohne Gewissen aus Kohlenstoff besteht, also einfach nur ein weltliches Gebilde ist, ohne Anstand, Moral, Wissen, Glaube, dann ist der Mensch auch nur eine Bestie. Ja? Aber dass Schopenhauer hier natürlich von einer tierischen Natur spricht, ist natürlich daran zu danken, dass Schopenhauer ein Evolutionist ist, dass Schopenhauer kein Christ ist, dass Schopenhauer nicht an Gott glaubt und deswegen natürlich von einer tierischen Natur des Menschen spricht. Der Mensch hat keine tierische Natur. Der Mensch ist ein Mensch. Er ist kein Tier. Ein ganz deutlicher Unterschied. Deswegen hat ein Mensch auch keine tierische Natur. Zumindest sehe ich das so, wenn ich die Bibel lese und verstehe, was der Mensch ist und wie der Mensch geschaffen wurde. Denn der Mensch wurde im Ebenbild Gottes geschaffen, die Tiere nicht. Ja? Also Tiere und Menschen, da ist schon ein Unterschied. Eigentliche Bildung, bei welcher Erkenntnis und Urteil Hand in Hand gehen, kann nur wenigen zugewandt werden und noch weniger sind fähig, sie aufzunehmen. So endet hier das Zitat momentan von dem Schopenhauer. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns diesen Satz gut einprägen, dass wir das gut verstehen. Hört zu, er sagt, das Zitat geht also weiter. Eigentliche Bildung, bei welcher Erkenntnis und Urteil Hand in Hand gehen, kann nur wenigen zugewandt werden und noch weniger sind fähig, sie aufzunehmen. Für den großen Haufen, also die große Masse, tritt überall an ihre Stelle eine Art Abrichtung.
Sie wird bewerkstelligt durch Beispiel, Gewohnheit und sehr frühzeitiges, stetes Einprägen gewisser Begriffe. Ehe irgend Erfahrung, Verstand und Urteilskraft da wäre, das Volk zu stören. So werden Gedanken eingeimpft, die nachher so fest haften und durch keine Belehrung zu erschüttern sind, als wären sie angeboren, wofür sie auch oft selbst von Philosophen angesehen worden sind. Ja, den Satz nochmal, der ist sehr, sehr wichtig. Für den großen Haufen tritt überall an ihre Stelle, also an die Stelle von eigentlicher Bildung und Erkenntnis und Urteil, das Hand in Hand geht. An ihre Stelle tritt für den großen Haufen eine Art Abrichtung. Da musste ich an den, als ich das zuerst gelesen hatte, an den Pavloschen Hund denken. Ne? Diese Abrichtung wird bewerkstelligt durch Beispiel, also Vormachen, Monkey See, Monkey Do, Gewohnheit, Tradition, worauf die römisch-katholische Kirche ja so sehr basiert ist, und sehr frühzeitiges, stetes Einprägen gewisser Begriffe, also immer Wiederholung von Dogmas, von Slogans und so weiter, ehe irgend Erfahrung, Verstand und Urteilskraft da wäre, das Volk zu stören. So werden Gedanken eingeimpft, die nachher so fest haften und durch keine Belehrung zu erschüttern sind, als wären sie angeboren, wofür sie auch oft selbst von Philosophen angesehen worden sind. Also Philosophen sehen sie oftmals als angeboren an, weil Menschen von klein auf an auf bestimmte Richtungen gedrillt werden. Auf diesem Wege kann man mit gleicher Mühe den Menschen das Richtige und Vernünftige, aber auch das Absurdeste einprägen. Zum Beispiel, sie gewöhnen sich diesem oder jenem Götzen, nur von heiligen Schauer durchdrungen zu nähern und beim Nennen seines Namens nicht nur mit dem Leibe, sondern auch mit dem ganzen Gemüte sich in den Staub zu werfen. An Worte, an Namen, an die Verteidigung der abenteuerlichsten Grillen willig ihr Eigentum und Leben zu setzen. Die größte Ehre und tiefste Schande beliebig an dieses oder jenes zu knüpfen und dennoch jeden mit inniger Überzeugung hochzuschätzen oder aber zu verachten. Aller animalischen Nahrung zu entsagen, wie in Hindustan, also hier spricht er vom Vegetarismus, oder die dem lebenden Tiere herausgeschnittenen, noch warmen und zuckenden Stücke zu verzehren, wie in Abyssinien. Ja? Das sind mal hier zwei Gegensätze, alles beides Menschen. Ja? In Hindustan leben sie vegetarisch/vegan. Ne? Sie entsagen aller animalischen, also tierischen Nahrung. Oder aber, wenn wir nach Abyssinien gehen, dann verzehren sie die aus dem lebenden Tiere herausgeschnittenen, noch warmen und zuckenden Organe und Fleischstücke. Menschen zu treffen, sagt er weiterhin, wie in Neuseeland, oder ihre Kinder dem Moloch zu opfern, sich selbst zu kastrieren, sich freiwillig in den Scheiterhaufen des Verstorbenen zu stürzen. Mit einem Worte, was man will. Oder wie Aleister Crowley gesagt hat, tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Und in Parerga und Paral 2, Seite 14, also ein weiteres Zitat aus dem Buch, auf Seite 14 sagt er, nicht allein auf die Mitteilung der Gedanken, sondern auf das Denken selbst erstreckt sich der von der privilegierten Metaphysik, der Landesreligion ausgeübte Zwang dadurch, dass ihre Dogmen dem zarten, bildsamen, vertrauensvollen und gedankenlosen Kindesalter so fest und feierlich eingeprägt werden, dass sie von da an mit dem Gehirn fest verwachsen und fast die Natur angeborener Gedanken annehmen. Und auf Seite 349 daselbst schreibt er: Zum Glauben ist die Fähigkeit am stärksten in der Kindheit. Ach, warum hat Jesus Christus denn gesagt, lass die Kinder zu mir kommen? Zum Glauben ist die Fähigkeit am stärksten in der Kindheit.
durch Bemächtigung daher dieses zarten Alters viel mehr noch. Als durch Drohungen und Berichte von Wundern schlagen die glaubensleeren Wurzeln. Wenn nämlich dem Menschen in früher Kindheit gewisse Grundansichten und Lehren mit ungewohnter Feierlichkeit und mit der Miene des höchsten, bis dahin von ihm noch nie gesehenen Ernstes wiederholt vorgetragen werden, dabei die Möglichkeit eines Zweifels daran ganz übergangen oder darauf als einen Schritt zum ewigen Verderben hingedeutet wird, da wird in der Regel der Mensch beinahe so unfähig sein, an jenen Lehren wie an seiner Existenz zu zweifeln. Weshalb dann unter vielen Tausenden kaum einer die Stärke des Geistes haben wird, noch zuvor nach der Wahrheit der überlieferten Glaubenslehre zu fragen. Passender, als man dachte, hat man daher die, welche es dennoch vermochten, starke Geister, Esprit fort, starke Geister benannt. Für die übrigen aber gibt es nichts so Absurdes oder Empörendes, dass nicht, wenn auf jenem Wege eingeimpft, der festeste Glaube daran in ihnen Wurzeln schlüge. Soweit Schopenhauer. Setzt man nun in diesen Sätzen statt Glaubenslehre etwa Medizinkunde, statt Landesreligion Staatsmedizin, statt Wunder Wunderkuren und statt der anzubetenden Glaubensgötzen die Glaubensheiligen eine Reihe Medizingötzen und Medizinheilige, als da zum Beispiel sind Mercurius, Saturnus, Morpheus, Wolfsleber und Teufelsdreck, Pockenreiter und Chankerlymphe, China-Rinde und Bärenfett, Glaubersalz und Sennesblatt, Guajak und Condurango. Nun, so passen Wort für Wort die Schopenhauerschen Aussprüche auf die Medizin. Auch in ihr, in der Medizin, kann nichts stark genug absurd erdacht und erfunden werden, an welches nicht die ganze hochgebildete Medizinerwelt vom untersten Landchirurg bis zum hochobergestellten Virchow von Oppolzer hinauf für kurz oder lang glaubt, weil eben die Wurzel zu diesem Glauben und Aberglauben schon früh in der Kinderstube mit den ersten Löffeln Kamillentee oder Manna und Rhabarberfestchen gepflanzt wird. Rhabarberfestchen, das sagt mir jetzt nicht. Übrigens, hier in einer Fußnote sagt der Autor, meinem übrigen hochverehrter Lehrer, Hofrat Dr. Professor Dr. Med. Jörg in Leipzig, verlangte sogar allen Ernstes in seinen 10 Gebote der Diätik, man solle gesunden Kindern von Zeit zu Zeit bittere Medizin eingeben, um sie für spätere kranke Tage daran zu gewöhnen, um ihnen überhaupt Zutrauen zur Medizin bei Zeiten einzuflößen. Das habt ihr auch sicher schon mal gehört, ne? Nimm das schon mal so prophylaktisch oder was auch immer, dann ist das nachher ja alles gar nicht mehr so schlimm. Ja, ja. Rhabarberfestchen, das verstehe ich jetzt nicht, dass das Wort hier gepflanzt wird. Durch die 3 Kinderkrankheiten, Pocken, Masern und Frieseln hindurch, wo die majestätische Erscheinung des Mediziners schon als ein halber oder dreiviertel Heiland oder Götze und mit dem Nimbus der Unfehlbarkeit umweht und verehrt wird. Frieseln, das habe ich da mal nachgeschaut, weil das sagte mir auch nichts. Das ist ein äußeres Symptom verschiedener Erkrankungen mit Fieberfrost einhergehender, diffuser, meist roter, seltener, weißer Hautausschlag, zum Beispiel Masern, Röteln, Hitzebläschen, Scharlach und Fleckfieber. Also, durch die 3 Kinderkrankheiten, Pocken, Masern und Frieseln hindurch. Ja? Wo die majestätische Erscheinung des Mediziners schon als ein halber oder dreiviertel Heiland, also in anderen Worten Götter in Weiß, halber Jesus, dreiviertel Jesus, oder Götze und mit dem Nimbus der Unfehlbarkeit, siehe der Papst, der unfehlbar erklärt ist, wenn er über Glaubenslehre spricht, umweht und verehrt wird. Diejenigen nun gar, welche aus dem Gymnasium weg sich zu den Füßen eines der Universitätshohepriester weisheitsdurstig, glaubensmutig
und staunenswürdig setzen und hier 4, 5 Jahre lang, Tag ein, Tag aus, die gleichen Glaubenssätze in tausendfacher Variation mit anhören und behufs des späteren Examens in- und auswendig dem Gedächtnis einpauken müssen. Deren Vernunft ist und bleibt alsdann, ob solchen eingeochsten Glaubensdusels, für alle Lebenszeit befangen und gefangen, und treu schwören sie von nun an auf die Glaubenssätze ihrer Meister und predigen und handhaben sie später auch ebenso treu in ihrer Praxis wieder, als die lauterste, vernünftigste, gottgeoffenbarte Wahrheit. Ja, ganz also wie in der Religion, so ist's auch in der Medizin. Nicht mehr an die Natur und ihre Lehren und ihre Gesetze und ihre Wahrheiten glauben die Mediziner, sondern nur noch an die Unnatur, an die Unwahrheit, an die Lüge, an die Willkür, an das Verderben, an das Gift, an den Tod, an den Merkur und das Opium, an den Teufelsdreck und die übrigen 2000 Unteroberheilige der Materia Medica. Genug an das Ungereimte, an das Absurdeste des Absurden. Credo quia absurdum est. Ich glaube, weil es absurd ist. Die Tertullianer, da eine kleine Begriffserklärung zu. Das Einzige, was ich fand, um den Begriff Tertullianer zu verstehen, ist, dass Tertullian ja ein Kirchenlehrer der frühen katholischen Kirche war und über ihn überliefert ist, Zitat, obwohl er konservativ war, entwickelte er neue Theologien und brachte sie in der frühen Kirche voran. Ende Zitat. Das Entwickeln neuer Theologien, neuer Grundsätze des Glaubens hier in der Medizin ist, denke ich, was der Autor zum Ausdruck bringen möchte mit dem Wort Tertullianer. Über Tertullian, den ersten Gebrauch des Terminus Trinität in der römisch-katholischen Kirche, hier meinen Brunnen des Kommentars und da könnt ihr euch das dann im Internet anschauen, weil da habe ich dann einen Link damit beigemacht über Definitionen über Tertullian. Also, und ich glaube, ich muss nachher sowieso einen Teil hiervon nochmal lesen, um das nochmal gut einsinken zu lassen. Aber erstmal lesen wir weiter. Die Tertullianer unter den Priestern der Kirche noch vereinzelt häufen sich unter den Medizinern zu Tausenden, zu Millionen. Es sind alle ohne Ausnahme Tertullianer ihres Mittelaberglaubens. Credunt quia absurdum est. So war es von jeher, so ist's. Und so wird's ferner noch lange sein, in der Philosophie wie in der Religion und in der Medizin. Jedoch trösten wir uns mit de Lavigne, wie oben alle Kulten und Götzen und also auch der Medizingötze, denk mal an Aesculap, wenn er auch jetzt noch herrscht und angebetet und ihm geopfert wird, Geld und Glück, Gesundheit und Leben, Millionen, Milliardenweise. Er ist vergänglich und muss und wird endlich auch fallen. Also die letzte Seite, die ich vorgelesen habe, ist so wichtig, so intens, dass ich nochmal einen Teil davon wiederholen möchte. Ich möchte, dass das gut einsinkt und gut verstanden wird. Also das mit den Rhabarber-Festchen da, Säftchen, ach Mensch. Ach Jörg, ich bin manchmal so blöde mit dieser Frakturschrift. Manchmal so leicht und manchmal so Säftchen. Ja. Rhabarber-Säftchen. Okay. Also ab dem Satz lesen wir dann nochmal. Langsam und ich hoffe mit der richtigen Betonung, dass wir es gut verstehen, was der Autor uns hier sagen will. Also. Auch in ihr kann nichts stark genug absurd erdacht und erfunden werden, an welches nicht die ganze hochgebildete Medizinerwelt vom untersten Landchirurg bis zum hochobergestelltesten Virchow und Obholzer hinauf für kurz oder lang glaubt, weil eben die Wurzel zu diesem Glauben und Aberglauben schon früh in der Kinderstube mit dem ersten Löffelchen Kamillentee oder mit dem ersten Löffelchen Manna oder dem ersten Löffelchen Rhabarbersäftchen gepflanzt wird. Durch die drei Kinderkrankheiten, Pocken, Masern und Frieseln hindurch,
wo die majestätische Erscheinung des Mediziners schon als ein halber oder dreiviertel Heiland oder Götze und mit dem Nimbus der Unfehlbarkeit umweht und verehrt wird. Diejenigen nun gar, welche aus dem Gymnasium weg sich zu den Füßen eines der Universitätshohepriester weisheitsdurstig, glaubensmutig und staunenswütig setzen und hier 4 oder 5 Jahre lang, also wir sprechen hier von Studenten, Medizinstudenten, ja, Tag aus, Tag ein die gleichen Glaubenssätze in tausendfacher Variation mit anhören und behufs des späteren Examens in- und auswendig dem Gedächtnis einpauken müssen, deren Vernunft ist und bleibt alsdann ob solchen eingeochsten Glaubensdusels für alle Lebenszeit befangen und gefangen. Und treu schwören sie von nun an auf die Glaubenssätze ihrer Meister, anstatt auf die Glaubenssätze von Gott. Und predigen und handhaben sie später auch ebenso treu in ihrer Praxis wieder. Sie predigen sie treu und lauthals in ihrer Praxis wieder. Als die lauterste, vernünftigste, als ja, die gottgeoffenbarte Wahrheit. Weil ihre Lehrer, die Halbgötter in Weiß, die Medizinheilande, haben ihn das ja so eingeprägt. Und das ist eben die Wahrheit für diese Menschen, die die wirkliche Wahrheit nicht kennen. Die lauterste, vernünftigste, gottgeoffenbarte Wahrheit. Ja, ganz also wie in der Religion, so ist es auch in der Medizin. Nicht mehr an die Natur und ihre Lehren und ihre Gesetze und ihre Wahrheiten glauben die Mediziner. Oder wie der Christ sagen würde, nicht mehr an Gott und Gottes Gesetze und Gottes Lehren und Gottes Wahrheiten glauben die Mediziner, sondern nur noch an die Unnatur, an die Unwahrheit, an die Lüge, an die Willkür, an das Verderben, an das Gift, an den Tod, an den Merkur und das Opium, an den Teufelsdreck und die übrigen 2000 Unter- und Oberheilige der Materia Medica. Genug an das Ungereimte, an das Absurdeste des Absurden. Credo quia ad so absurdum est. Ich glaube, weil es absurd ist. Die Tertullianer unter den Priestern der Kirche noch vereinzelt, also in der Kirche gibt es sie nicht mehr so viel, aber in der Medizinwelt desto mehr, häufen sich unter den Medizinern zu Tausenden, zu Millionen. Das sind alle. Alle ohne Ausnahme Tertullianer ihres Mittelaberglaubens. Credunt quia absurdum est. So war's von jeher, so ist's und so wird's ferner noch lange sein. In der Philosophie, wie in der Religion und auch in der Medizin. Jedoch trösten wir uns mit de la Vigne, wie oben allen Kulten und Götzen und also auch der Medizingötze, wenn er auch jetzt noch herrscht und angebetet und ihm geopfert wird, Geld und Glück, Gesundheit und Leben, Millionen, Milliardenweise, es ist oder er ist vergänglich und muss und wird endlich auch fallen. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind, der Wahrheit liebstes, aber der Zweifel. Und der Zweifel, heute vielfach schon rege in den Köpfen, möchte er 100, möchte er 1000-fach neu angeregt werden durch die von uns auf nachfolgenden Blättern zusammengestellten Aussprüche einiger stärkeren Geister unter den Medizinern. Nur erst der Zweifel kann zur Prüfung anspornen. Alle Prüfung aber läutert und fördert die Wahrheit. Und schlussendlich finden wir die Wahrheit nur in der Bibel. Hier endet die Einleitung. Und der Autor beginnt im Kapitel 1 die 7 Todsünden der Medizin. Und da werden wir nächstes Mal weiterlesen auf Seite 28 in dem PDF.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einiges aus dieser Lesung mitgenommen und ihr versteht, worum es oder habt verstanden, worum es in dieser Lesung eigentlich geht. Die Menschen, die schon einigermaßen aufgewacht sind, ganz sicher die Menschen, die durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gefunden haben und inzwischen wissen, was die Wahrheit ist, verstehen dies vielleicht noch ein wenig besser. Allen anderen möchte ich probieren, das eben auf diese Art und Weise näher zu bringen. Wenn wir verstehen, dass die geistige Macht die weltliche Macht kontrolliert und diese weltliche Macht zusammenarbeitet mit der medizinischen Macht, um es jetzt mal eine extra Macht zu nennen, oder mit der medizinischen Welt, mit dem medizinischen pharmazeutischen industriellen Komplex, dann begreifen wir, dass letzterer eben auch der geistigen Macht unterstellt ist. Alle Macht geht vom Volke aus, heißt es in der Demokratie. Aber in Rom geht alle Macht vom Diktator aus. Der Diktator ist der König der Kirche. Der nennt sich Papst. Der nennt sich Stellvertreter Jesu Christi. Er begeht damit eine Todsünde, zwischen Anführungszeichen, nämlich eine Sünde, die weder in diesem noch im nächsten Leben vergeben wird. Wollt ihr einem Mann gehorchen, der sein ewiges Leben verwirkt, dadurch, dass er den Heiligen Geist Gottes lästert? Oder wollt ihr Gott gehorchen, der euch das Leben geschenkt hat und Verstand und Vernunft geschenkt hat, um mit Recherche entweder durch das Hören dieser Lesungen oder selbst zu lesen und zu lernen und dann Gut und Böse unterscheiden könnt. Der Gott, der euch das geschenkt hat, wollt ihr dem dienen oder wollt ihr einem Mann in Rom dienen? Das ist schlussendlich die Frage, die man sich stellen muss und die, vor allen Dingen die Frage, die man selbst beantworten muss. Ich für meinen Teil, meine Entscheidung ist, ich folge dem Herrn. Genauso wie es Joshua im, ich meine, 14. Kapitel des Buches Joshua sagt. Ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Und deswegen können Sie hier mit allen möglichen Maßnahmen kommen. Das interessiert mich nicht. Dann nehme ich daran eben nicht mehr teil. Je mehr ich mich von der Welt absonder, desto dichter bin ich bei Gott. Weil die Bibel sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Ich möchte Gott zum Freund. Und da muss ich akzeptieren, dass die Welt mein Feind ist. Bis zum nächsten Mal. Bitte, lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott,
weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen, mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Geist.